Ja, wunderschönen guten Tag. Wir sind zurück im Landwirtschaftssimulator 2022 auf der wunderschönen Karte Frühling. Und ihr seht, die Ernte ist eingefahren. Ich habe ein bisschen Gerste hinten drin und die muss natürlich jetzt erstmal weggebracht werden. Deshalb Helfermenü öffnen und dann gucken wir mal, ob wir das denn hier so hinbekommen, dass wir sagen, okay, da ist es das hessische Multifrucht-Silo und mit Unterstand, dass man das dann quasi auswählt. Er soll das nach, ne, soll nicht laden und liefern, er soll einfach nur liefern. So, jetzt müssen wir gerade mal gucken, dass wir hier, da ist es, genau. So, also es gibt hier sehr viele Punkte, wenn man das so hinmacht und ich mache einfach mal Play. Helfer, das Ziel ist nicht erreichbar. Ja, das ist schade, dass er das nicht kann. Egal, dann bringen wir es halt so hin. Ist ja nicht so schlimm. Also ist nicht schön, aber ist auch kein Beinbruch, meiner Meinung nach. Wobei, ich könnte ja wenigstens jetzt das Helfermenü machen, dass er einfach mal hier so entfernt. Das könnte er doch eigentlich mal machen, oder? Dann macht er es wenigstens so ein bisschen. Dann kann ich nämlich hier den Drescher nämlich auch mal dahin fahren. Und ja, heute geht es darum, dass wir ein bisschen eine schöne TMR machen. Und eine schöne TMR geht meiner Meinung nach mit Hilfe von einem Silo, dass ich das gar nicht selber mischen muss. Das geht zwar, das habe ich auf der Oldstream Farm ja schon gemacht. Mit Ballen, das ist eigentlich relativ gut gemacht. Aber wenn ich jetzt einfach mit dem Ding halt an die an Silo muss, dann wäre es natürlich noch in meinen Augen noch ein bisschen cooler. Aber da müssen wir mal gucken. So, den Drescher fahre ich jetzt mal gerade hier so an der Seite. Den muss ich dann noch reparieren. Deshalb ist er damit erstmal fertig. Ja, wir brauchen natürlich erstmal etwas Stroh. Das ging. Oh, wir müssen erstmal einen Gang einlegen. Dann kommen wir auch besser irgendwie aus dem Quark, habe ich mal gelernt. So. Das sollte von der Geschwindigkeit her passen. Das sieht gut aus. Ja, noch gerade diese 2,5 Bahnen, sage ich jetzt mal gerade schnell zusammenfahren. So, das passt auch. FAE ist da angekommen. Wir gucken gleich mal, ob er wirklich angekommen ist oder nicht. So viel Kühe habe ich ja nicht. Schauen wir mal. Ja, er steht da, wo er stehen soll. Sehr, sehr gut. Ja, selbst wenn man ihm jetzt nicht sagen kann, okay, lade das da ab oder ähnliches, dann finde ich es schon wenigstens ganz gut, wenn er da wenigstens erstmal hinfahren kann. Ne? Dann spart man sich die Zeit. Und das funktioniert dann eigentlich auch ganz gut. So. Letzte Runde hier. Ich könnte natürlich das Stroh jetzt auch nehmen und dann halt in meine Biogas, in den, wie heißt das denn da nochmal? Also ich könnte da eine Silage rausmachen, etwa das Fermentier-Silo, so heißt das Ding. Aber, ja, nicht so wild, wenn man das jetzt gerade nicht macht. Vorne so einen ganz kleinen Fitzel, obwohl den lasse ich jetzt da liegen. Ich finde die Schaltung bei dem nicht ganz so optimal, wenn ich das mal so sagen darf, weil er nämlich, wenn ich dann in den sechsten Gang gehe, egal bei welcher Übersetzung ich bin, dann geht er erstmal so ein bisschen in die Knie rein. Aber nicht schlimm. Also nur so mal zur Info, das ist halt. So, mal einmal hier rechts lang, genau, mal überlegen. So, jetzt sind wir hier, wo wir hinwollen. Perfekt. Einmal bitte abladen. Ich müsste jetzt, weiß ich nicht, so 30.000 Stroh ungefähr haben. Wir können ja gerade mal gucken hier in unser. Upsala. Stroh. 36.000, das ist in Ordnung. Passt doch. So, dann einmal ganz kurz hier den. Reparieren. Haben wir den gerade auch repariert, ist auch egal. Dann parken wir den natürlich nochmal ganz schön. Soll ja so ein bisschen Ordnung soll ja auch sein. So. Da steht er, perfekto. Dann sage ich dem erstmal hier, Helfermenü öffnen und fahr mal bitte hier hin. Job aus. Echt jedes Mal mal dasselbe, dass ich mich verklicke. Viel weiterfahren kann er nicht, dann hört er immer auf. Das ist ein bisschen Käse dabei. So, dann müssen wir natürlich hier die anderen Leute auch so ein bisschen bei Laune halten. Dementsprechend können wir ihm dann sagen, ja. Kann schon mal mulchen, ne? So, das läuft mir auch ganz gut, dass, mit durch ein Objekt blockiert. Das ist nicht so gut. Wo ist er hängen geblieben? Ach ne, er fährt schon drum rum. Also ich finde es echt gut, dass er so um Hindernis herumfährt. Er meckert zwar noch ein bisschen, dass da was ist, aber das finde ich persönlich ziemlich cool. Ach guck mal, hier steht noch der Ernte, das ist der Dings. Egal, nicht schlimm. Gehen wir auch wieder ins Helfermenü und sagen ihm jetzt bitte, wir machen
Job erstellen, freie Fahrt, Feldarbeit soll er machen. Und das war das Feld 6. Dann müssen wir noch sagen, wo er das Ganze machen soll. Zielposition, da, da. Und Job starten. Ja, dann fahr mal los, ne? Er müsste jetzt vielleicht ein bisschen rechnen, müsste er gleich eigentlich losfahren. Wir fahren mal gerade mit dem hier weiter und bringen unsere Sachen weg. Er fährt noch nicht los, er ist vielleicht noch am Überlegen, wo er denn langfahren soll. Ja, oder will er nicht raus? Letztes Mal ging es nämlich ganz gut. Da habe ich nämlich mal gemacht, dass ich denn dann Helfer entlassen. Er will noch nicht so ganz. Ich fahre mal gerade einen Meter weiter. Vielleicht, dass er hier so ein bisschen hängt halt. Das kann ja sein. So. Dann nochmal. Also das mit dem Helfer, also so cool es dann ja auch ist, aber so, Job erstellen, Feldarbeit. Ja, das ist ja alles noch eingestellt. Dann fahr mal los. Ja, jetzt, ja, der kam ja irgendwie manchmal so, dass er da nicht so ganz rauskommt. So, der ist auch leer, das ist gut. Dann können wir den auf jeden Fall jetzt erstmal nehmen und mal hier die Ecke stellen, weil wir brauchen jetzt ja natürlich gleich ein bisschen Platz. Das werde ich alles mit dem Fendt machen, das passt eigentlich noch viel, viel besser. Ach, falschen Gang, falschen Gang, falschen Gang. Da nach vorne fahren. So, dann kann ich den nämlich schon an die Sämaschine hängen. Das sieht nämlich auch ganz gut aus. So, einmal stoppt das Ganze. So, dann gucken wir mal an. Dann, er hier müsste, wie gesagt, jetzt gleich starten. Das passt auch. Dann fahre ich mit dem hier gerade mal ganz schnell zum Laden hin. Ich zeige euch nämlich, was ich da nämlich gekauft habe und was ganz fein ist, wie ich schon hoffe. Wie gesagt, einen schönen Mod runtergeladen dafür. So, stellen wir den gerade mal hier hin. Das war das Menü, genau. Gerade mal gucken, ob es irgendwelche Angebote gibt. Keine, die mich interessieren, wobei der Überladewagen das Ding hat, was, aber ich habe keinen 300 PS. Egal, nicht schlimm. So, also, wir gehen hier auf die Tierhaltung und dann gibt es ja hier die verschiedenen Silo-King-Varianten und so weiter und so fort. Und ich will halt einen haben, der möglichst preiswert ist, weil, ja, ne? Dann kann ich mir den jetzt zum Beispiel nehmen für 31.000. Der hat 16 Kubik, macht der. Und ich hoffe, dass es dann so funktioniert, wie ich mir das denn vorstelle. Ja, das ist mal so die Frage, ob das denn immer so geht. So, also, wir kaufen uns das ganze Ding, dann haben wir es nämlich einmal komplett. Und dann passt das dann ganz gut. So, also, da vorne steht das ganze Ding, ist ein bisschen kleiner, die Variante. Ich habe aber nicht so viel Kühe und ich habe auch nicht vor, 1000 Kühe mir jetzt zu kaufen. Und dementsprechend sollte das eigentlich passen. So. Jetzt gucken wir gerade mal, ob der hier. Guck mal. Er hat ein bisschen versetzt angefangen. Ich hätte den Anfangspunkt vielleicht anders setzen sollen, aber er fängt halt an. Ne? Nicht so, dass es jetzt überhaupt nicht klappt. Ja, da, wie gesagt, der fünfte, vom fünften in den sechsten Gang, da ist die Übersetzung, ist schlecht bei dem hier. Geht er mal so ein bisschen in die Knie rein. Ich würde sagen, das reine Ziehen, wenn der leer ist da mit Vollgas, sollte er eigentlich hinbekommen. Naja, aber trotzdem ein guter Trecker. Kann ich empfehlen, macht Spaß. So, fahren wir mal rüber. Dip, 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 dip. Dann einmal hier rum das Ganze. Das hätte ich auch eben anders fahren können, egal. Fahre ich jetzt erst hier so durch. Hoffe, dass ich hier einmal wenden kann. Ah, perfekto. Ja, oh, war knapp, aber ging. Was ist das Wichtigste? So. Perfekto. Also, was haben wir alles im Lager drin? Wir haben Gras, wir haben Heu, wir haben Stroh. Ja, also, alles, was ich für die TMR brauche, habe ich. Wir gucken gerade mal einmal bei den Kühen. Die haben momentan nur ein bisschen Gras, weil ich habe da einfach was reingemacht, damit es einfach nur das Minimale ist. Ne, dann dabei. Achso, das sind die Schafe. Genau. Also, davon haben wir welche dabei. Das passt ganz gut. Die Produktivität ist ja nicht so hoch natürlich, weil es halt sich einfach nicht lohnt. Stroh kann ich dann nochmal separat reinpacken. Ich mache aber erst eine TMR fertig und dann nehme ich den Rest als Stroh mit da rein. Wenn man das einmal alles richtig voll macht bei 10 Kühen, ist es eigentlich recht human, das Ganze. So, also. Wir haben hier Mischration, Mineralfutter, Heu. So, jetzt müssen wir gerade mal einmal kurz den Taschenrechner holen. So, wir haben ja 16.000 Liter. Und davon brauchen wir 20%. 3.200. Also 3.200 Stroh, bitte. War gar nicht so schlecht getroffen, ne?
Ja, ist hier direkt nochmal aufgehört, damit wir nicht weitergehen. So, dann brauchen wir, wie heißt es denn, 6400 Liter Heu nochmal drauf. Da müssen wir jetzt ein bisschen Time dabei. So, sehr gut. So, und jetzt brauchen wir noch ein bisschen Silage. Die müssen wir natürlich da vorne holen. Gras brauchen wir gar nicht, hab ich vertan. Also, ich stepp. So. Silage gab es mal nicht hier, ne? Füllung starten. Silage. Und fertig ist die TMR. Ja, eigentlich ganz easy peasy, sag ich mal. Ne? Ein bisschen viel Silage jetzt drin, aber ich habe ja auch tonnenweise Silage, muss ich ja fairerweise auch sagen. Und durch dieses schöne Fermentiersilo komme ich natürlich super geil an Silage ran. Ne? Ja, und das finde ich persönlich ziemlich nett. Ne? Also, schöner ist natürlich, oder richtig toll ist natürlich, wenn ihr dann ein Silo habt, was, was alles kann. Also, was die einen anderen Gang wechseln, so, was dann auch Silage beinhaltet. Also ich könnte jetzt die Silage umfüllen. Ne? Also da könnte ich jetzt 100 Mal mit meinem Trecker hin und her fahren. Alles ein bisschen viel, von außen lasse ich es da mal sein. So, und wir können natürlich jetzt hier direkt anfangen und den ganzen Kladderadatsch hier rauskippen. Der braucht richtig lange zum Überkippen, sehe ich gerade. Das ist echt laut. Ja, wir lassen ihn mal weiterfahren. So, der läuft hier auch weiter, das sieht auch ganz gut aus. Dann kann ich ja den jetzt hier gleich mal sagen. Hirse, nein, Gras, Weizen, Gerste soll er bitte nochmal machen. So, ihr seht auf jeden Fall hier, ne, das geht jetzt alles ein bisschen nach oben. Mischration. Ah, der Mod ist nicht der beste, weil er einfach so Ewigkeiten braucht zum Abladen dann davon. Ne? Das ist ein bisschen schade, aber ja, ich kann es nicht ändern. Ist dann halt, wie es ist, ne? Man könnte dann einfach sagen, dass ich damit auch dann in die... Wenn ich den jetzt ausmache, ne, er will immer noch überladen. Ja, das ist kein guter Mod, muss man einfach so sagen. Ne? Also gibt es durchaus bessere und er ist halt mega lahm. Ne? Aber, naja, wie gesagt, es ist wie es ist, ich kann es nicht ändern. Lassen wir mal Trecker können weiterlaufen dann dabei. Können wir gerade einmal gucken, wie weit unser anderer Kollege ist. Pferd bin ich heute schon geritten? Ne, noch gar nicht, ne? Noch gar nicht, sag. Ja, müssen wir auch noch mal machen. Ne? Aber ich glaube, wir gerade hier mal Pferde putzen. So, Pferd ist wieder sauber, sehr gut. Der ist jetzt auch gleich fertig, das passt perfekt, weil dann werde ich nämlich da vorne die eine Bahn gerade noch fahren. Und dann können wir nämlich noch mal dem anderen gerade sagen, dass er dann da losfahren soll. Ne? Das passt jetzt perfekto. Ah, bist du zu schnell. Bisschen euphorisch losgefahren. So. Dann ziehen wir das mit dem hier doch mal gerade einmal fix durch. Also, wie gesagt, TMR so zu erzeugen, macht meiner Meinung nach richtig viel Spaß und das funktioniert dann ganz gut. Macht euch einfach irgendwie so einen kleinen Marker dabei, wie viel Prozent ihr da jetzt reinkippen wollt, wie ihr damit starten wollt. Weil es eigentlich besser ist, wenn man erst Silage macht, dann Heu und dann Stroh. Weil dann seht ihr nämlich, mit Heu und Silage ist ja das gleiche Verhältnis, dann könnt ihr das besser auffüllen dabei. Aber wie ihr es macht, ihr macht das schon. Das ist ja nicht das Problem dabei. So, wir sagen jetzt hier nochmal Helfermenü und du fährst mal bitte hier hin. Da hinter den Drescher. So, und dann gehen wir mal auf den anderen. Dann gucke ich mal, ob der das jetzt macht, Helfer. Dann sage ich bitte Job erstellen. Freie Fahrt, Feldarbeit, ja. Da bitte einmal draufklicken. Dann fangen wir hier ganz an der Seite an. Und machen mal los. Jetzt bin ich mal gespannt. Er ist eingestellt auf Gerste. Aber wenn das geht, wäre natürlich schon cool, ne? So, dann kann ich mich in der Zeit nämlich... Mal gerade gucken, ob der hier fertig ist. Der ist fertig, das ist Gott. Machen wir gerade aus die Kiste. Gucken wir gerade mal bei den Kühen dabei. Also ihr seht jetzt hier Mischrationen 15.900 Liter drin. Wenn ich das Ganze nochmal mache, bin ich quasi erstmal voll. Das ist schon mal gut. Und das sieht auf jeden Fall alles sehr, sehr gut aus dann dabei. Muss ich mal überlegen, genau, dann sollte die Produktivität der Kühe jetzt auch nach oben gehen. Das passt sehr gut. Die Hühner sind hier auch dabei. Warum habe ich keine Eier? Fällt mir gerade auf. Oder liegen die, sind die da schon abgepackt? Dass es durch den Stall vielleicht anders aussieht. Oder kann man die hier so... Nahrung? Ach, da liegen die. Ja, okay. War irgendwie nur nicht richtig angezeigt dabei. Ja, ist ja in Ordnung. Das passt nämlich auch ganz gut. So. Ah, er hängt so ein bisschen fest hier. Okay. Ja, komm schon. Kommt er durch? Wäre natürlich jetzt mega cool, wenn der noch fahren würde. Achso, jetzt habe ich den anderen. Der steht da auch. Das habe ich natürlich so ein Ei gelegt.
Ja, nicht tot. Der will aber auf die harte Tour hier haben. Ja, und schnell ab hier. Der kennt keine Verwandten, ne? Dann fahr mal los, ne? So. Ich bin mal gespannt. Wir reparieren den mal gerade hier und dann gucken wir mal, ob der denn da auch wirklich so startet, wie ich mir das denn so vorstelle. Aber wie gesagt, mit der TMR, das ist sehr praktisch, wenn man so Silos etc. hat, die so funktionieren. Man spart sich einfach echt viel Zeit. Man spart sich Zeit für Ballen machen und so weiter und so fort. Gut, der eine steht vielleicht auf Ballen machen oder nicht. Das kommt immer so ein bisschen drauf an. Anhänger, den will ich jetzt nicht haben. Muss ein bisschen weiterfahren, damit ich dann das Schneidwerk reinbekomme. Jetzt hänge ich aber im Haus fest. Das ist nicht so gut. Ich hoffe, dass ich jetzt ein Schneidwerk, das Schneidwerk reinbekomme. Immer noch nicht. Da bin ich am Generator hängen geblieben. Da habe ich noch nicht so einen richtig guten Parkplatz für das Monster. Wobei, es ist ja gar nicht so groß, muss man ja fairerweise sagen. Aber nichtsdestotrotz habe ich da noch keinen guten Spot zum Parken gefunden. Das ist ein bisschen schade. So, guckt euch das an, wie geil. Ein bisschen versetzt dabei, aber ist mir in dem Fall ja egal. Ich habe ja letztes Mal gesagt, dass es die... bei Sämaschinen mit Düngefunktion, da würde ich jetzt zum Beispiel ein bisschen Dünger halt verlieren, weil er natürlich dann das Gras düngt, wovon ich ja erstmal nichts habe. Hier immer noch der kleine Fehler dabei, da muss man halt ein bisschen einmal noch hin und her fahren. Ich habe es mir nicht gekauft, ich habe es erstmal geliehen, von aus gesehen passt das auch erstmal ganz gut dabei. Das ist auf jeden Fall ganz nett. Wir machen mal nochmal eine TMR gerade fertig und dann gucken wir mal. Diesmal fangen wir an mit Silage. So, was sagt mal 3600, ne? Was ungefähr? So, Silage. 3800, ne? Also, pff, ist jetzt nicht so wild. Ah, ne, warte mal, wir können ja 40% machen, ne? Jetzt, was habe ich mir jetzt gerechnet? Wie doof, oder was? 16.000 Liter hatte der, ne? So. Mal 0,4. 6.400, bin doch doof. Zurück. Also nochmal. Ich glaube, es gibt kein Spiel, bei dem ich so oft einen Taschenrechner drin habe wie beim Landwirtschaftssimulator. Wie das ein bisschen mehr Silage drin. Ne? Ist nicht schlimm. So, jetzt machen wir das Ganze hier nochmal mit. Ich könnte was hier ist, diese Silage reinpacken, ne? Heu. Ist auch drin dabei. Und jetzt mache ich nochmal Stroh. Dann werde ich einfach auffüllen mit. Perfekte Mischration. Fertig. Easy peasy, ne? Jetzt komme ich hier nicht ganz rum, oder? Ne, doch nicht. Muss ich aber trotzdem da hinten reinfahren, weil es halt einfach sonst zu. Kann man ja besser wenden gerade dabei. Schon eine enge Kiste hier manchmal, hört der Hof, aber nichtsdestotrotz funktioniert das sehr, sehr gut. So, das ist ein bisschen schade, dass der hier halt wirklich nicht optimal ist. Aber egal, wir lassen ihn jetzt einfach laufen. Reparieren wir den hier noch dabei. So, dann düst er nämlich auch jetzt hier schon mal los, der Kleine. Der ist für solche Arbeiten ist der prädestiniert, ne? Es funktioniert einfach so gut, könnt ihr euch nicht vorstellen. War jetzt ein bisschen überlegen, ob ich den dann halt jetzt wirklich so nehme oder nicht, aber im Endeffekt war es die richtige Entscheidung. So, Maschinenwartung, ganz wichtig. Den mal machen. Nur nie lackieren, ist zu teuer. Der war einmal reparieren und den einmal reparieren. Ach, den muss ich gar nicht reparieren, der war so eingestellt. Passt. So, dann einmal zurück das Moped hier. Wenn ich den hinbekomme. So, perfekto. Ja, also wie gesagt, das ist sehr nett. Den Mod habe ich mir besser erhofft oder mehr von erhofft, muss ich ganz klar sagen, weil er ist einfach, das Abland dauert 100 Jahre. Ich glaube, ich bin voll. Ja, Mischration wird hier nicht angenommen. Also dementsprechend sind die Kühe hier voll versorgt. Ne, ihr seht, die Gesamtkapazität ist mit 33.750 erreicht. Da ist jetzt noch ein bisschen Gras mal bei. Das ist nicht schlimm. Ja, mal gucken, ob sie das dann auffressen. Ich bin mal gespannt. 8.303 Liter müsste man sich mal einfach merken. Genau. Ja, müsste ich mal mit meiner westfälischen Hoffnung nochmal ein bisschen reiten. Und dann wäre es dann auch das Ganze. Und dann können wir einmal gerade mal gucken, ob da hinten denn der Helfer das jetzt gut macht oder nicht. Da können wir gerade mal hinreiten. Ist ja ein bisschen umweltfreundlicher, ne?
Da bin ich mal gespannt, ob sich dieses doofe Pferd lohnt oder nicht. Ne? Also, wir werden es sehen. Wir werden es sehen. So, kann er jetzt langhüpfen? Kann er dann drüber springen? Puh, boah, haha, ist das der Black Beauty in seinen besten Zeiten. Ja, genau. Ja, auch das funktioniert hier wirklich sehr gut. Also, wie gesagt, mit der Helferfunktion finde ich persönlich sehr, sehr nett. Beim Hof selber hat er mal ein bisschen Probleme, bis er da rauskommt. Und ja, aber ansonsten passt das schon mal sehr, sehr gut. Wunderbar. Also, ich hoffe, das Ganze hat euch Spaß gemacht. Dementsprechend würde es mich natürlich freuen, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen würden, wenn es wieder heißt Landwirtschaftssimulator 2022. Ihr könnt ja mal sagen, wie ihr eine TMR macht, ob ihr das ganz klassisch macht, indem ihr selber mischt, oder ob ihr das mischen lasst, so wie ich es jetzt gerade gemacht habe. Es gibt ja auch noch Mods dafür, die das für euch mischen. Also, es ist ja von allem etwas dabei. Ja, einfach mal rein Interesse halber, was euch denn da ja, am nächsten liegt. Das würde mich mal interessieren. Also, in diesem Sinne, bleibt gesund, haltet Abstand. Bis zum nächsten Mal beim Landwirtschaftssimulator 2022 auf der schönen Karte Frühling. Bis dann. Ciao, ciao.